Mipozor. Viele Kinder träumen schon von klein auf von Haustieren wie Papageien, Hamstern, Katzen und Hunden. Aber was soll man tun, wenn ein Kind verrückt nach Dinosauriern ist? Das chinesische Unternehmen Huawei hat das Problem gelöst und bietet ein Roboterhaustier an, das wie ein kleiner Tyrannosaurus aussieht. Das Spielzeug ist interaktiv und bereitet sowohl Kindern als auch Erwachsenen mega viel Spaß. Mipozor reagiert auf Handbewegungen, wie echte Tiere auf Befehle reagieren. Es kann sich drehen, bewegen und einfache Befehle ausführen. Wenn er am Schwanz gezogen wird, brüllt der Dinosaurier und versucht, nach der Hand zu schnappen. Im Set ist ein Ball enthalten, den Mipozor nachjagen kann. Gesteuert wird er mit einer mobilen App. Diese bietet unterschiedliche Spiele für noch mehr Spaß. Der Preis beträgt etwa 150 US-Dollar. Anki Cosmo. Generell bietet der moderne Markt viele Roboter, die sich wie Haustiere verhalten. Doch Anki's Cosmo ist ein ganz anderer Begleitroboter. Das ist eine der neuesten Entwicklungen im Bereich der alltagstauglichen Roboter. Er ist nicht nur eine Maschine, sondern vermag es, dank seiner künstlichen Intelligenz eine Vielzahl von Gefühlen auszudrücken. Der Roboter begleitet den Menschen überall hin, interagiert mit ihm und lernt ständig dazu. Es ist sogar möglich, den Anki Cosmo zu programmieren und so seine Fähigkeiten laufend zu erweitern und nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Bedienung ist dabei denkbar einfach. Sein Gesicht ist zum Beispiel ein LCD-Display, auf dem er seinen Gefühlen auf unterschiedliche Weise Ausdruck verleiht. Man sieht sofort, wie es einem Roboter gerade geht und was er auf dem Herzen hat. Cosmo ist ein echtes Kommunikationstalent und macht sich auch über Geräusche bemerkbar. Weiterhin unterstützt der Cosmo-Roboter verschiedene Bewegungen und fährt auf Rädern schnell durch die Wohnung. Das ist aber noch nicht alles. Cosmo ist ein Lernroboter. Ein Kind kann den Roboter auf Wunsch dazu bringen, auch komplexe Befehle auszuführen. Die kosten ab 400 US-Dollar. Ausobot. Da wir uns mit dem Thema Lernen befassen, ist es erwähnenswert, dass es ähnliche Roboter gibt, zum Beispiel den winzigen Roboter Ausobot. Er verfügt über die Fähigkeit, sich an Linien auf einem Papier zu orientieren, wenn diese mit Filzstiften in den Farben Schwarz, Grün, Rot und Blau gezeichnet sind. Die schwarze Linie ist die Grundlinie. Die farbigen Linien sorgen dafür, dass Ausobots LEDs in den entsprechenden Farben leuchten. Wenn die Farben in einer bestimmten Abfolge verwendet werden, beschleunigt Ausobot oder dreht beispielsweise um. Statt einem Papier kann auch ein Tablet verwendet werden. Der Roboter kostet ab 99 US-Dollar. RoboZen T9. Das nächste Spielzeug für heute wird vor allem Transformer-Fans ansprechen. Dies ist ein kleiner Roboter, der sich in ein Auto verwandeln kann und zurück und auch programmiert ist, wenn auch in einer etwas anderen Form. Mit T9 kann dem Kind beispielsweise beigebracht werden, wie man Sportübungen richtig macht. Der Roboter kann in Zusammenarbeit mit einer mobilen App die Positionen des Körpers speichern und dann unabhängig reproduzieren. Der Bediener muss lediglich den Roboter in die gewünschte Position bringen und dann auf Speichern drücken. Der Vorgang kann bis zu 12-mal wiederholt werden. Nach dem Drücken der Starttaste spielt der Roboter alle gespeicherten Posen nacheinander ab. T9 kann laufen, Liegestütze machen, tanzen und alle möglichen anderen Befehle ausführen. Unter anderem kann er auch mit Sprach- oder 3D-Programmiersoftware gesteuert werden. Der Roboter kostet 500 US-Dollar. Vortex. Ihr werdet kaum überrascht sein, wenn wir euch sagen, dass Vortex ein Roboter ist, der Kindern auf spielerische Weise die Robotik lehren soll.
Das Programmieren erfolgt über eine App, die über ein einfaches Drag-and-Drop-Interface verfügt. Der Vortex ist Open Source, sodass die Kids den Roboter vom PC oder Mac aus programmieren können. Das Beste an dem Projekt ist aber, dass die Kids diese vorprogrammierten Spiele nicht nur modifizieren, sondern auch ihre eigenen programmieren können. Gemeinsam mit einem Kameraden kann der Vortex auch leidenschaftliche Sumo-Kämpfe austragen oder an Hindernisrennen teilnehmen. Der Vortex kann auch Bewegungen tracken und wird vor allem kleinen Kindern gefallen. Ziel ist es, den ständig weglaufenden Roboter am Bildschirm zu fangen. Im Alleingang kann dieser neue Roboter für die Grundschule auch an einem Minigolf-Parcours seinen Swing verbessern oder ganz einfach mit dem Kind ein Gespräch führen. Der Vortex lässt sich komplett über ein Tablet-PC oder ein Smartphone steuern. Über eine Augmented Reality-Anwendung können Heranwachsende ihn sogar in Echtzeit steuern. Die Bewegung von Vortex erfolgt über das Antippen der jeweiligen Befehle auf dem Display. Die Kosten betragen etwa 69 US-Dollar. Shifu Takto. Und das hier ist ein erstaunliches Spielzeug, das unsere Lieblingsbrettspiele auf ein neues digitales Niveau bringen. Die Takto-Plattform der Marke Shifu bietet bis zu 4 Spielmöglichkeiten. Im Laser-Modus besteht die Aufgabe des Spielers darin, die Hindernisse so anzuordnen, um den Laser vom Planeten abzulenken. Das ist aber nur auf den ersten Blick einfach, denn es gibt mehr als 50 Levels. Der Quest-Modus fördert die Liebe zum Detail, logisches Denken und Fähigkeiten zur Problemlösung. Die Elemente präsentieren einem Kind die Welt der Chemie, chemische Reaktionen, Moleküle und Strukturformeln. Der Bounce-Modus ist ein klassisches, süchtig machendes Brettspiel mit Chips und Würfeln. Move Mini. Die Erfindung dieses winzigen Geräts von Kendo Toys behaupten, dieses Spielzeug sei genauso cool wie der sensationelle Fidget Spinner. Doch warum stehen Menschen überhaupt auf solche Spielzeuge? Tatsache ist, dass wir unbewusst zu monotonen, sich wiederholenden Bewegungen tendieren, wenn wir gelangweilt sind oder Angst haben. In diesen Fällen hilft ein Spinner. Move Mini beschäftigt die Hände, vertreibt Langeweile und senkt den Stresshormonspiegel im Körper. Gibt man das Spielzeug einem Kind, hilft es ihm unter anderem dabei, die Feinmotorik der Hände zu fördern und einige Muskeln zu stärken. Es ist bemerkenswert, dass es wissenschaftliche Studien mit interessanten Schlussfolgerungen gibt. Menschen nehmen Informationen besser wahr, wenn ihre Hände beschäftigt sind. Der Move Mini ist klein, sodass man ihn überall mit hinnehmen kann. Es ist sehr einfach zu bedienen, das Prinzip ist intuitiv. Der Preis beträgt 10 US-Dollar. Baby Yoda. Erinnert ihr euch, wie Baby Yoda im Internet vor ein paar Jahren total beliebt war? Natürlich haben einige Unternehmen die Gelegenheit genutzt, den Fans der Star Wars-Saga mit einem originellen Spielzeug zu überraschen. Nach vielen Plüschtieren, Vinylfiguren und Statuen ist die Animatronic Edition von Hasbro das erste The Child Collectible mit Bewegungsfunktionen. Diese reichen vom Kopf, der sich nach oben und unten bewegt, über die wackelnden Ohren und die Augen, die sich öffnen und schließen, bis hin zu den beweglichen Armen. Zu den Bewegungen kommen viele niedliche Sounds hinzu, wodurch insgesamt mehr als 50 Kombinationen erreicht werden können. Um all diese Funktionen zu aktivieren, muss der Kopf des Kindes berührt oder gestreichelt werden. Baby Yoda ist ein Spielzeug für Kinder ab 4 Jahren und kostet 60 US-Dollar.